Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir uns den Arena-Orden aus dieser Stadt hier geholt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Wo können wir bitte unsere Orden sehen? Ah, hier. Da kann man da irgendwie wenigstens auch draufklicken oder irgendwas? Ah ja, kann man. Man muss aber wirklich draufklicken. Mika, Gift, Galle und Musik. Ja, das haben wir geschafft. Leider haben wir auch ein Pokémon verloren. War das im letzten Part? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar unser Starter, unser Scorpio. Weil Konter und so. Ja. Leider einen Konter abbekommen. Damit haben wir jetzt erstmal nur drei wirklich nützliche Pokémon, könnte man sagen. Na gut, wir wollen zu Poke Hollywood gehen oder wie auch immer, Pokewood. Denn da sollten wir hin und dort ist auch Mika hin. Also schauen wir doch mal, was hier so passieren wird. Ich bin gespannt. Durchaus. Dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unsere Nachwuchshoffnung sollte in Kürze hier eintreffen. Womit wahrscheinlich wir gemeint sind. Ah, wie auf Stichwort. Willkommen in Pokewood. Schön, dich zu sehen, Mase. Wir haben schon auf dich gewartet. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Woody. Er ist hier der Boss. Hallihallo. Gestatten? Ich bin Mr. Woody. Nett, dich kennenzulernen. Du bist also Mase, was? Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich dir im Detail erklären kann, wie wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst dich noch ein wenig gedulden. Wie heißt es in der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände? Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt Marcel gleich einen Eindruck in die wunderbare Welt der Filme. Pokewood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzel oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet, ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später. Was auch immer hier jetzt abgeht. Ich bin stolz, mit Mr. Woody zu arbeiten. Sieh sich einer diese Beinarbeit an. Na schön, Marcel, folge mir. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Aber okay, hi. Zunächst will ich dir kurz erklären, was wir hier in Pokewood überhaupt tun. Pokewood ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen heißen Streifen nach dem anderen, um in den Kino, um den Kinos ein möglichst buntes Programm bieten zu können. Okay. Kann man hier jetzt wirklich Filme machen oder was? Dies ist unser Filmpalast. Selbstverständlich gibt es da drin immer die neuesten Filme zu sehen. Gleichzeitig fungiert dieser Ort aber auch als Treffpunkt für die Fans der verschiedensten Filmstars. Komm, schauen wir doch einfach mal hinein. So, hier haben wir den Schalter, ich oder? Der Pokémon fangen, Nuzlocke und so. Das ist der Captain, oder? Den haben wir denn da, das ist doch der Talentsucher. Dank dir habe ich meinen Traum erfüllt und mein lang ersehntes Filmdebüt gegeben. Ach ja, das freut mich. Und wer ist das? Das ist Mase. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokewood kommt. Verstehe, du hast also meine Mika herausgefordert. Da musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Oh, ach ja. Gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über ein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn dir ansehen. Gute Idee, das wird sehr lehrreich sein, Mase. Also für dich sehr lehrreich sein. Ausgezeichnet, auf geht's. Okay. Willkommen Pokewood Filmpalast, das ist der Schalter. Hier kannst du einen Film aussuchen, den du ansehen möchtest. Es gibt 8 Kinosäle, ganz schön luxuriös, was? Aber mein Debütfilm läuft in einem ganz besonderen Saal. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Super Sandro. Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Okay. Ein idealer Vergnügungspark ist ein Vergnügungspark voller Gelächter. Aber wo Schatten ist, ist es auch Licht. Jener Held tritt in Erscheinung. Man nennt diesen Helden Rioluman. Eine Herausforderung von Super Shulker S. Sandro. Gladiandri wird von Super Shulker S. Sandro in den Kampf geschickt. Sandro war doch sogar ein Arena-Leiter aus dem vorherigen Teil, sogar. Aber okay, Riolu. Schämt aus, meine Pokémon. Zerstört, was ihr zerstören könnt. Nicht so schnell. Wer ist da? Ich bin das Rioluman.
Oh Gott, es geht sogar viel zu schnell weg. Okay, also ich lasse das jetzt einfach mal durchgehen, weil das geht von alleine. Und das geht ein bisschen zu schnell, wenn ich da irgendwie was machen will. Aber da kommt auf jeden Fall eine Kraftwelle von dem Riolu, das wird dem Pokémon wahrscheinlich Gladiantra ordentlich Schaden machen, ja. Direkt besiegt. Skalück. Ah, das ist ein Flug-Pokémon. Was zur Hölle? Okay, die Zuschauer da rechts schlafen schon allein. Okay. Okay, das Kino hat sich schon geleert. Mikas Papa. Wir haben nämlich einfach einen normalen Namen geben können. Und die Leute haben keine Ahnung. Ein merkwürdiger Film. Danke, dass du den Film angesehen hast. Und wie hat er dir gefallen? Hm? Was ist los? Ein lang gesehntes Filmdebüt. Mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Für jeden Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen. Und Dinge, die ihm nicht liegen. Das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenaleiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte ich auch versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist es nicht so? Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Ja, Star ist gut. So, wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Muss ich jetzt selber so einen Film drehen oder was? Hier drin befinden sich die Studios. Alle Filme, die im Pokémon produziert werden, nehmen hier an Anfang. Komm, lass uns hineingehen. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drin schon auf uns. Ich muss zugeben, das finde ich gerade echt nicht wirklich interessant. Ich meine, ja, schön, man kann Filme machen, aber. Hey, Boss! Ich habe Maße mitgebracht. Oh, ausgezeichnet, vielen Dank. Stell mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, Besitzer. Ja, okay. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du ahnst es sicher schon, aber ich hätte gern, dass du Pokémon dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Mein Talentsucher meinte, man sähe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Als ich vorhin dann zum ersten Mal sah, konnte ich es kaum glauben. Er hatte nicht zu viel versprochen. Sag ich doch, Boss. Es besteht kein Zweifel, dieses Kind würde nur die Herzen der Kinobesucher erobern und zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Ja, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Marcel eine glänzende Karriere im Showgeschäft bevorsteht. Ich bitte dich, versuche es einmal. Warte, ich habe extra für diese Angelegenheit einen absoluten Topstar als Filmpartner für dich engagiert. Hey, Sandro! Gestatten, mein Name ist Sandro. Nett, dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist das Aushängeschild von Pokot, ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch für einen alten Hasen wie ihn und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Blick gefällt mir. Ich freue mich schon darauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Lässig wie immer, was Sandro? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Und keine Sorge, wenn es nicht sofort so klappt, wie du es dir vorstellst. Lass einfach alles raus. Ja. Muss ich? Ja, ich muss. Los mal, ich zähle auf dich. Leg mich ins Zeug. Komm, Pokémon Studio, du bist. Nein, dein Gesicht sagt mir nichts. Das heißt wohl, dass du noch nicht so lange im Geschäft bist. Da denke ich, soll hier was aufnehmen.
Sollen wir nach hinten gehen oder was? Anscheinend. Warte. Wenn ich am an dem Mann am Eingang. Okay. Was sehen hier links dann? Willkommen, Bogwood Studios. Willst du dich an einem Filmprojekt versuchen? Das Drehbuch legt fest, mit welchen Filmpartnern du vor der Kamera stehst. Erfüllst du alle durch das Drehbuch vorgeschriebene Voraussetzungen, ist der Film im Kasten. Da die Effekte danach mit innovativer Technologie eingefügt werden, sind deine Filme sofort nach den Dreharbeiten bereit, um in die Kinos gebracht zu werden. Aber Vorsicht, ein echter Klassiker kann nur dann entstehen, wenn das jeweilige Drehbuch beachtest. Schau im Pokémon Filmpalast vorbei, wenn du dir dein fertigen Werk anschauen möchtest. Von mir aus. Machen wir mal Live-Pokémon. Weil Georock und Co. sind jetzt nicht unbedingt die besten Pokémon für sowas. 3, 2, 1 Action. Film ab für Star Sandro, okay. Okay, wir haben auch einen Riolu. Szene 1. Das Drehbuch zu lesen ist von Österreichkeit, verstanden? Zeig mal her. Ein Türke bedroht und Vergnügung des Paderons selbst steht jetzt zur Stelle. Besiege deinen Gegner bei jeder Szene. Finde den Schwachpunkt des Typs Flug. Finde den Schwachpunkt des Typs Unlicht. Okay, also einfach Kraftwelle und dann Ice Heap. Na gut. Gladiandre wurde besiegt. Oh, was ist denn das Spannendes? Führt ihr gerade einen Superhändler auf oder sowas in der Richtung? Mein Pokémon. Man muss es alle Tage abends. Ich werde dich mit meinen 15 Kräften in die Knie zwingen. Ich hoffe, du bist bereit. Ah ja, und er hat Hilfe geschrien und ob ich das bin. Szene 2. Stimmt, für diese Szene war es eine gute Wortwahl. Okay, dann Ice Heap. Gut, dass er nicht mit seiner Flugattacke angegriffen hat. Aber hey. Wir haben gewonnen. Yay. Schnitt, das ist möglicherweise gar nicht mal so schlecht. Das war's, Leute. Wir haben alle Aufnahmen, die wir brauchen. Oh, schon fertig für heute? Sollen wir das Material zu einem Film zum Schneiden ins Kino bringen? Ja, machen wir. Okay. Warum? Ich verstehe es nicht. Egal. Hey, ausgezeichnete Arbeit. Das war eine aufführende Darbietung. Bin schon gespannt auf den fertigen Film. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du hier in Pukot einen Film gedreht hast, wird er auf der Stelle nachbearbeitet und im Filmpalast veröffentlicht. Komm, also lass uns gleich Filmpalast vorbeischauen. Nein. Herr Boss, sag es nur ungern, aber da haben sie noch diesen Termin. Ach, richtig. Na schön. Tut mir leid, Marcel. Ich kann dich leider doch nicht begleiten. Aber du solltest dir unbedingt trotzdem dein Leinwanddebüt ansehen. Immerhin hast du darin mitgespielt. Das wird bestimmt ein Riesenspektakel. Na schön, ich verabschiede mich dann mal. Du bist hier im Pokémon jederzeit willkommen. Okay. Sind noch irgendwie andere Sachen? Ich hoffe, man hört das Klopfen gerade nicht. Unten wird wieder an der Garage gebaut. Ein bisschen nervig. Aber hey, was haben wir hier? Sollen wir uns den Film mal angucken? Ich meine, es ist derselbe Film wie vorhin. Nur, dass es jetzt nicht Riolu Mann, sondern Riolu Kid ist. Pfeif drauf. Ernsthaft, pfeif drauf. Es geht mir einfach vollkommen am
Ja, ist es mir einfach vollkommen egal. Ich glaube, ich habe jetzt das gemacht, was ich machen musste. Ich hoffe, dass ich das gemacht habe, was ich machen musste. Und kann Pokewood einfach vergessen. Oh, wir haben es Herbst, schau mal an. Jetzt will bald auf aus. Hi. Ihr seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Helden verehrten, verraten. Unser Plan, die Herrschaft über Einhalt zu erringen, scheiterte. Aber wir geben nicht auf, niemals. Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Halt die Klappe! Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt. Aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte. Denkt gar nicht, dass ich euch jetzt das verzeihen werde. Erst wurden wir auf dem Hof von einem Yorklef gejagt. Und jetzt auch noch das. Mir reicht's langsam. Naja, was soll's. Immerhin können wir diesem Trainer und seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Euren Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Lass mich da raus. Mann. Ja, Regen ist auch trotzdem nicht schön für Georock. Aber gut. Mika, hallo. Hey, Marcel, hilf mit. Nö. Ich bin vollkommen unbeteiligt, lass mich in Ruhe, na gut. Was, willst du etwa ein, dass du gegen mich gewinnen kannst? Jo. Haha, ich werde mir dein Pokémon krallen. Das hat mir gute Dienste bei unseren Weltherrschaftsplänen leisten. Ich will die Pokémon befreien. Ist die Musik gerade normal so? Das hört sich irgendwie so merkwürdig an. Aber scheint ganz okay zu sein. Na gut, dann machen wir einfach einen Steinwurf. Schauen mal, wie viel Schaden wir dem Nagellotz da reinhauen können. Okay, wir können sofort K.O. schlagen. Und haben gewonnen. Okay. Das kann nicht sein. Wir haben gegen Kinder verloren. Best, lass uns abhauen. Warum dahin? Ha, was ein schlechter Verlierer. Wir teilen uns auf. Ihr sucht auf Route 20. Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebten Pokémon weggenommen. Ich danke euch. Hier, nehmt das. Okay. Das ist eine VM. Sie enthält die Attacke Zerschneider. Ein Pokémon, das Zerschneider gelernt hat, kann außerhalb eines Kampfes kleine Bäume fällen, die dem Weg stehen. Okay. Also auf Route 20 sollen wir denen jetzt folgen. Schauen wir doch erstmal, ob ich jemanden Zerschneider beibringen kann. Wahrscheinlich schon. Nein. Ich habe kein einziges Pokémon, das Zerschneider lernen kann. Wie klasse. Na gut. Dann schauen wir mal auf Route 20. Ob wir sie denn finden. Die Musik vorher auch schon so. Das ist auf jeden Fall Hugh. Sieh du dich bitte auch auf Route 20 um. Da habe ich ein Item, habe ich das echt übersehen? Ah nein, jetzt ist Herbst. Ah. Da jetzt Herbst ist, sind hier die Löcher aufgefüllt. Okay, interessant. Dowsing. Ah, auch hier haben wir einen Trank. Okay, dadurch, dass Herbst ist, können wir einfach auf gewissen Orten laufen, die wir vorher nicht ablaufen konnten. Dowsing Hof. Das wird nicht der richtige Ort sein, wo ich suchen soll. Wirklich sinnvoll ist hier nichts gerade.
Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. So. Ich hoffe mal, dass es jetzt weniger leckt. Ob es das tut, weiß ich nicht. Wenn es das doch tut, naja, mein Gott. Da sind sie doch. Mensch, Aufträgsgehabe kann ich gar nicht haben. Nur wenn du das sagst. So, ein Feli, du. Level 14, kein Problem. Sollte Georock ziemlich easy auseinandernehmen können. Aber es hat einen Angriff überlebt, immerhin. Ja. Die Katzfuri ist dann relativ bewusst. Und das Felilu geht ins Körbchen. Plasma! Du Vorlauter, was? Ich konnte es nicht lesen. Also eigentlich habe ich gar nichts davon, dass ich hierher gepflichtet bin. Denn hier ist niemand von meinem Team. Ich muss an einen Ort in Meeresnähe. In diesem Sinne, ich flüchte aufs Neue. Leb wohl, Watripo City. Okay. Also weglaufen sind sie echte Weltmeister. Also sie hat da eben was sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff. Der von hier aus nächstgelegene Hafen ist in Stratos City. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Okay. Was war da in Stratos City nochmal? Das Ding, aber da kommen wir ja noch nicht hin, oder? Sind ja alle hierher geflohen. Was? Stratos City ist jetzt ganz klar im Osten, aber die sind jetzt erst alle hier geflohen. Wir sollten auf Route 20 suchen und jetzt sollen wir wieder woanders hingehen? Das erscheint mir jetzt doch ein bisschen sehr merkwürdig. Na gut, dann gehen wir halt wieder dahin und schauen nach. Und der hat sogar auf Wiedersehen Watripo City gesagt, aber anscheinend soll ich ja doch hierher. Weil wie soll ich sonst nach Stratos City kommen? Ah. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Das sind die angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolu-Mann hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst ja neben deiner Arbeit als Captain nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Poco darüber denken. Oh, hast du das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Okay, immerhin. Also gut, ich werde als Captain mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit meinem Schiff die Tosenwellen durchflüge. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Läuft dir die Musik wieder? Oh ja. Okay, so laut, sie versteht kein Wort. Kann sie wieder einzeln ausstellen. Okay, man kann also die komplette Bandprobe einfach ausstellen wieder. Ich mag diese Musik an sich.
So, und sie singen Pokémon. Aber was ich herausgefunden habe, eigentlich singen sie Dogas, was das englische, japanische für Smogon ist. Und man, deswegen hört sich das ein bisschen merkwürdig an. So dieses ON, so da reingedrückt, damit das Pokémon ergibt. Aber eigentlich singen sie hier eine Ballade für Smogon. Was ziemlich cool ist. Aber gut, schauen wir nochmal. Hier ist auf jeden Fall Hugh schon mal. Du bist auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ja, natürlich. Ich werde nach Team Plasma suchen. Die können was erleben. Hey, Captain, lass mal das Schiff sehen, auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet, dann hier entlang, bitte. Okay, wir fahren mit. So, und damit sind wir in Stratos City angelangt. Verehrte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Was heißt Stratos City? Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte. Ja, spielt keine Rolle. Die Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Mehr entwischen sie nicht. Hey, Marse, lass uns unsere Kontaktdaten im VisoCaster registrieren. Sonst verlieren wir uns aus den Augen. Die Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als Aventura City. Segelschiff? Wie seltsam. Wer baut denn heutzutage noch sowas? Team Plasma? Fragezeichen? Wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern. So, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Herzschuppe gefunden. So, ich bin jetzt gespannt, ob ich mal endlich mal neue Pokémon bekommen kann. Da. Das ist jetzt von mir. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ausgezeichnet, dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Okay, das nehme ich natürlich gerne. Marse verstaut das Item-Fahrrad in der Basis-Item-Tasche. Die Regeln für die Schnitzeljagd sind mehr als einfach. Du musst dich lediglich an bestimmte Orte begeben und den jeweiligen Clown dort ansprechen. Ob du letztendlich teilnehmen möchtest oder nicht, liegt ganz bei dir. Die Orte, die du ansteuern sollst, sind das Medaillenamt, das automatische Passantenumfragekomitee und zu guter Letzt die Kampf-AG. Okay, da wollen wir dein brandneues Fahrrad gleich mal einweihen. Aber gerne doch. Aber nicht, weil du das willst, sondern weil ich das möchte. So. Hier noch irgendwas, was haben wir denn hier? MS-Einer legt nur am Abend ab. Wir kommen abends nochmal wieder, okay. Okay. Wahrscheinlich darf ich abends dann trotzdem nicht mitfahren. Würde mich nicht wundern. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Was bist du? Wenn du deine Pokémon trainieren lassen willst, versuch dein Glück ruhig in der Kanalisation. Da dürfte es viele Trainer geben, die dasselbe tun. Okay. Ach, da unten ist die Kanalisation direkt, oder wie? Kann ich an dir vorbei? Ich darf ja nicht an dir vorbei. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn du im Weg stehst, du Idiot? Blöd. Na gut. Schauen wir mal, ob ich hier raus darf. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Nein, darf ich nicht. Verdammt! Einen Augenblick, du kannst hier momentan nicht passieren. Ich führe eine Untersuchung über die Stabilität der Himmelsfallbrücke durch. Das letzte Mal liegt schon einige Jahre zurück. Die Sache könnte also schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bitte darin etwas Geduld. Er schneidet halt echt einfach die Leute von zu Hause ab. Ha, das heißt, ich darf nicht in die Kanalisation, ich darf nirgendwo dahin. Was haben wir denn hier? Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen?
Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Nö. Siehst du den Globus? Achso, das Ding, ja. Na, dann machen wir meine Pokémon wieder fit. Oh, Mann. So, dann hier kriegen wir mal ein paar Medaillen. Yay, mega viele Medaillen. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir es in dem Fall jetzt erstmal sein lassen. Mal die Kampf-AG. Ich würde halt gerne jetzt mal versuchen, noch neue Pokémon zu fangen stattdessen. Ich vermute mal aber nicht, dass ich so einfach hier rauskomme. Aus der Stadt. Ich probiere es einfach mal. Und... Oh, Bell. Hey! Als ich vorhin in der Stadt gesehen habe, musste ich dir einfach nachlaufen. Hier bitte, nimm dies von mir. Das ist ein Itemradar. Okay. Von mir aus. Mit dem Itemradar kannst du selbst versteckte Items aufspüren, die dem Auge sonst verborgen bleiben. Auf diese Weise wirst du bei deiner Suche nach Pokémon auch das ein oder andere missliche Item stoßen. Und dann viel Glück. Oh, um eine hätte ich es vergessen. Wenn du ein Itemradar oder die Habitatsliste zu oft... oft zu Rate ziehst, wäre es sinnvoll, beide zu registrieren. Wenn man das macht, verrät er einen Blick in dieses Buch. Ja, okay. Kann ich mehr als ein was registrieren? Das ist gerade so meine Frage. Ja, kann man. Das ist cool. Aber okay, ich darf hier anscheinend doch Pokémon fangen. Durch Kämpfe kann man seine Pokémon am schnellsten und besten trainieren. Eigentlich soll ich mich ja in Stratos City umschauen, aber wenn ich hier endlich mal Pokémon wieder fangen darf, dann nehme ich das mal zu Genüge. So, Rotomorph. Natürlich als Boden-Pokémon jetzt nicht unbedingt die optimalste Wahl gegen meine Stein-Pokémon. Oder gegen mein Stein-Pokémon. Aber vielleicht kannst du auch keine gescheiten Bodenattacken, deswegen. Schauen wir einfach mal. Ja, es kann eine Lebensschädel, aber die soll auch nicht allzu viel Schaden machen. Senkt meine Genauigkeit, aber. Ja. So viel dann dazu. Weil davon abgesehen, dass zweimal der dann nur eine 5 gehabt hatte bei der Intensität, geht jetzt natürlich alles daneben. Und dann trifft wieder eine 5. Was ist bitte los, Geobock? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch mal stärkere Intensitäten machen. So, aber Level 19. Für Ellie. Oder Alice. Alice. Ich glaube, es war Alice. So. Bei dir wollen wir natürlich jetzt nicht unbedingt das Steinboden-Pokémon draußen lassen. Deswegen. Los geht's, Chacha. Ja, ein Niedler sollte kein Problem sein. Wir greifen mit Absorber an. Und noch mehr ein Niedler. Aber wir bleiben einfach bei Absorber und dann sollte das auch schon passen. Okay, wunderbar. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Deswegen würde ich einfach sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns dann im nächsten, wenn wir letztendlich mal wieder ein neues Pokémon fangen. Hoffentlich. Und zwar hier dann irgendwo. Bist du ein Trainer? Ne, bist du nicht.
Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier im Sand irgendwo wilde Pokémon suchen. Also, bis dann.